Das hier wird übrigens unser Overlay sein, weil ich habe mir gedacht, das Spiel ist eh so ranzig, da braucht ihr nicht so viel von sehen. Oh, diese Musik. Es ist sogar in 4 zu 9. Oh mein Gott, es ist in 4 zu 9. Oh, ja, das, ja. Oha! Ja, es ist ein bisschen älter. Es ist ein bisschen älter. Es ist aus dem Jahr 97. Übrigens, für die, die es interessiert und nicht wissen, was wir hier tun, da ist der Trailer. So, aber ich kann nicht mehr, bin durch. Chris, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön, sagte sie ranzig zu. Ich habe das Original nie gespielt. Ich habe es nie gespielt. Und ich habe es nicht ranzig genannt. Ich habe die Grafik für heutige Verhältnisse ranzig genannt. Es ist ikonisch, aber es ist halt nicht so auf Stand der Dinge, ne? Ah, die Musik ist toll. Die habe ich damals auch immer gehört. Beziehungsweise ein bisschen später, weil ich dann eine Freundin hatte, die hatte den Soundtrack. Ich werde lachend dazu schlafen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Die Frage ist, passt das so mit dem... mit der Kamera? Ich kann die auch noch einen Tick hoch machen. Ich glaube so. So ist ganz gut, ne? Ich würde nämlich einfach mal keinen Greenscreen machen. Mit dem Overlay brauche ich, glaube ich, keinen Greenscreen. Ist das schön. So. Also diese Sounds. Sehr schön. Sehr schön. Unglaublich. Ich muss gerade mal gucken. Und ich spiele Valo. Viel Spaß. Ich weiß übrigens nicht, auf welcher Sprache das jetzt eingestellt ist. Das werden wir gleich sehen. Auf ranzig. Ich meine Deutsch, wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich jetzt japanisch original nicht umzustellen. Nein! Schön. Okay, das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut. Boah, aber es ist echt in 4 zu 9. Wie krass. Wie krass das einfach ist. Aerith. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kenne halt wirklich von Final Fantasy VII nur das Remake. Ich kenne sonst nichts. In was ist das? Ja, halt alte Auflösung. Ist das nicht 4 zu... Nein, nicht 4 zu 9. Ja, halt Quadrat. 4 zu 3. Ja, natürlich. Sag ich doch. Ich habe nie etwas anderes gesagt. Ich finde das super, wie es Remake ähnlich aufgebaut ist. Das ist voll geil, ne? Also... Die haben sich hier viel Mühe gegeben mit dem Remake. Ich habe nie was anderes behauptet. Natürlich ist es 4 zu 3. Komm neuer hier lang. Ich muss mir übrigens überlegen, wie ich die Stimmen mache. Ich versuche, jedem irgendwie so eine eigene Stimme zu geben. Guckt ihn euch an. Er blinzelt sogar. Es ist wunderschön.
Es sind halt Polygone, ne? Klaut die Maus, jo. Du wolltest schlafen gehen, ne? Angriff. Bam. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hier jetzt großartig steuern soll, ne? Oh, diese Musik, so geil. Okay, allein bei der Musik werde ich so abgehen. Trophäe erhalten. Ruhig Mut. Sehr schön. Ich meine Aerith. Achso. Level 1. Juhu. Aber ich finde den Artstyle ziemlich geil mit diesen selbstgemalt. Also es sieht ja sehr, sehr gemalt aus. Finde ich mega geil. Wow. Er war mal so... Soldier. Er war mal Soldat. Wie soll ich es jetzt nennen? Das Rexo. Hi, herzlich willkommen. Warte, 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 warte. Oh, ich habe zu viel Mist gepostet. Da, Frage. Und Wassermarsch gibt es sofort. Und wolltest du noch so viele Spiele spielen und hast das schon gemacht? Und wolltest noch so viele Spiele spielen? Was? Ich habe noch nie Final Fantasy VII gespielt. Das steht seit Jahren auf meiner Liste. Also hole ich es irgendwann mal nach. Und jetzt ist die Zeit. Es sieht sehr schmerzhaft aus. Was? Finde ich gar nicht. Ich glaube, das ist Pre-Render oder wie das heißt. Ja, es hatte irgendeine besondere Benamung. Keine Ahnung, aber ich find's geil. Wir laufen über fertige Bilder. Ja. Wann streamst du... ist heute irgendwie wünscht dir was? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Genauso wie ich Valorant gar nicht spiele. Wunderschön, meinst du? Ja, meine Güte, Leute. Es sind gerenderte 2D-Hintergründe. Dankeschön, Zombie. Dankeschön, Zombie. Und Rainbow, nicht in naher Zukunft. Rainbow werde ich nicht in naher Zukunft spielen, so leid es mir tut. So. Wow, er war mal Soldier. Einen wie den findest du nicht jeden Tag in der Gruppe wie Avalanche. Mhm. Alias wunderschön. Achso. Soldier? Ist das nicht unser Feind? Was will er hier bei Avalanche? Halt, Jesse. Er war bei Soldier. Aber er hat dort aufgehört und jetzt ist er bei uns. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt. Schade. Ja. Auswählen. Cloud. Günther. Er heißt Günther. Nein, wir lassen Cloud. Wir nennen ihn nicht Günther. Cloud? Ich bin... Es ist mir egal, wie ihr heißt. Wenn dieser Job erledigt ist, ziehe ich weiter. Schäbung! Nein, ich nenne ihn nicht Günther. Verdammt, was quasselt ihr da? Habe ich euch nicht gesagt, einzeln loszulaufen? Unser Ziel ist der nördliche Mako-Reaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Danke, Jesse. Oh, ich mag Jesse. Walter? Ex-Soldier? Hm? Trau dir nicht. Ja, dann nicht. Ihn nennen wir Hugo. Nein, ich lasse die normalen. Kevin. Nein, ich darf nicht bei Kevin lachen. Drück eine Richtungstaste und um zu laufen. Da ist der Mako-Reaktor. Nenn ihn Aerith für den Trigger. Das ist so, wie wenn man Link Zelda nennt. Nein, das mache ich nicht. Wow, Kamerafahrten. Hier. Hui. Warte mal. Sekunde. Ich will mal eine Sache gucken. So läuft er normal. Und so läuft er, wenn... Das macht gar keinen Unterschied.
Ob ich jetzt Kreis drücke oder nicht? Danny Niklas. Nein. Bam! Aus dem Bild gekickt. Tentakel. Ich meine, zurück zu 1997, so 3D-Zeugs, war Konsole noch Hexenwerk. Ja. Ich weiß gar nicht, wann kam denn Ocarina of Times raus? Das müsste doch auch so 97, 98 gewesen sein, oder? Cloud möchte ein Mädchen sein. Er ist transgender, deswegen trägt er später Perücke und Kleid. Oh, und er sieht gut aus. Das haben wir gesehen. Ja, das haben wir gesehen. Und er steht auf Handmassagen. Aber ich glaube, das mit der Handmassage gibt es hier gar nicht, ne? Warning! Ich laufe hier gerade mal rum. Ich weiß nämlich nicht. Findet man hier Kisten? Ich finde es gerade irgendwie voll geil. Ich finde dieses Retro-Drink einfach voll geil. Warte mal, ich guck mal eben. Kann ich das nicht noch größer machen? So. Dann muss ich das wieder ein bisschen hier rüberziehen. Nee, das ist doof. Okay, das ist einfach nur... So. Ja, findet man. Okay. Aber die sieht man dann auch. Also die läuft man nicht einfach so um und dann passiert irgendwas. Hui! Ich bin null schneller, wenn ich Kreis drücke, ne? Ich bin wirklich kein Stückchen schneller dadurch. Boah, das ist so geil, wenn man das Remake nur kennt und dann hier einfach mal das Original sieht. Ich find's gerade mega geil. Ich feier das. Kommt drauf an, manche sind versteckt, meine ich. Oh, ich hasse versteckte Kisten. Ich glaube, so groß wie hier jetzt in dem Overlay bin ich sonst nicht, ne? Ich will ja nicht meckern, aber Final Fantasy VII Remake ist in Sound und Grafik besser. Katzi, da liegen etwa 23 Jahre dazwischen. Nein. Doch, 23 Jahre. Jetzt muss ich gerade nachrechnen. Ich glaube, das wäre traurig, wenn das da nicht... Also, ne? Ich sichere den Fluchtweg ab. Konzentriere dich auf die Mission, Cloud. Mensch, glaubst du, wir können diesen Riesenofen wirklich in die Luft jagen? Es gibt ein Feuerwerk. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Ja, Katze. Lost. Nein, nicht Lost. Aber ich hoffe, das Overlay gefällt euch ein bisschen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Immerhin kann ich nebenbei Bilder für Final Fantasy XV suchen. Yes! Hui! Das Overlay ist spitze. Danke. Ich brauch mal ein bisschen Zuspruch. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das war eigentlich nur so ein bisschen Overlay zu gut. Oh, neue Musik? Jetzt wird's ernst. Na, bist du zum ersten Mal im Reaktor? Nein, ich hab doch früher Shinra... ich hab doch für Shinra gearbeitet, weißt du? Der Planet ist voller Mako-Energie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt ihn mit seinen seltsamen Maschinen völlig aus. Schwing keine Reden, beeilen wir uns. Jetzt reicht's, du kommst mit mir. Ich hab gedacht, er nimmt die jetzt so am Arm. Nee, mitkommen. Jetzt kommt der Boss. Also Cloud ist ja hier ein rechtes Plappermaul. Ja, so ein bisschen, ne? Nein. Code entziffert. Jesse, lauf nicht weg. Jesse. Barrett ist in uns. Oh. Komm, wir haben das Barrett. Wir haben doch noch das Barrett-Emote. Code entziffert.
Überleg nur, wie viele von unseren Leuten ihr Leben gelassen haben für diesen Code. Ich will nicht, dass Aerith was passiert. Nicht spoilern. Wehe. Keine Spoiler. Auch wenn es ein 23 Jahre altes Spiel ist, keine Spoiler. Wichtig. Das gibt sonst 5 Minuten. Drück die Taste da drüben. Bup. Schalter ein. Ist schon geil gemacht. Also für damals ist das ja Hammer. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis mal Schluss ist. Ist nicht mein Problem. Vor der Assi. Cloud, der Planet stirbt! Mir geht es nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen von Robotern... Was? Von Roboter kommen? Ist das schön. Es ist so schön retro. Ich liebe es. Er ist wieder in uns. Also BTTV hat übrigens noch so ein paar Emotes hier, ne? Spielst du so weit wie das Remake oder weiter? Komplett. Wir spielen es komplett. Kann ich hier hoch? Hui! Es ist putzig. Ich find's geil. Es ist so lustig. Angriff von hinten. Schweine! Feuer! Nein, Barret! Ba-ba-ba-bau! Oh no! Warum? Warum oh no? Entschuldigung. Headbanging! Ich muss ein bisschen aufpassen mit den Kopfhörern. Sonst zeige ich auf einmal Öhrchen. Das geht ja nicht, ne? Nee, da ist nichts. Ich kann hier nicht einfach Öhrchen zeigen. Ich habe Angst vor einer Stelle. Psst. Bis wann heute Stream? Bis so 8:30, 9:00. Oh ja. In your face. Das war der erste Teil, wo die Fanfare kam, oder? Klingt sehr gut. Ich bin ein arbeitnehmerfreundlicher Stream. Warte mal, kann ich hier? Was ist das? Oh, nee, da will ich noch nicht hin. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen das Original anhört, ist schon cool, was sie draus gemacht haben im Remake. Und ja, es werden häufiger diese Vergleiche kommen. Weil ich halt sonst nichts habe, womit ich es vergleichen könnte. Strahlenpistole. Einfach immer mit ihm hier durch die Gegend tanzen. Ich kann es auch sein lassen. Bis zum